Ich war ja mit dem Ökologie-Thema eigentlich schon fertig, aber ich möchte nochmal erwähnen, die Birke ist so eine der zwei nördlichsten Baumarten überhaupt. Also da, wo gerade noch auch nur ansatzweise eine Holzpflanze wachsen kann, da wächst die Birke. Weil ich gerade dabei war, so begeistert von dem Ding zu sein, wollte ich das nochmal erwähnt haben. Gut, das wäre die Sache mit dem Holz gewesen. Jetzt kann man Birkenblätter tatsächlich auch noch für ein paar Sachen brauchen. Und zwar sind die jung. Ja, ich tue mich da immer schwer zu sagen, sie sind essbar. Man kann drauf rumkauen. Und sie sollen angeblich, wenn man dann auf sowas steht, tatsächlich in einem Wildsalat, Wildkräutersalat, eine hervorragende Ergänzung sein. Sehr junge Birkenblätter im Frühjahr eben, dass die dann besonders frisch und lecker und so drin angeblich schmecken. Da kann man sich dann einen Salat mitmachen. Man kann sie wohl auch als Smoothie konsumieren, auch wenn ich das niemals tun würde, ich wollte es nur mal gesagt haben, soll wohl auch toll sein, auch in so einem allgemeinen sogenannten grünen Smoothie mit allem möglichen Scheiß, den man im Wald gefunden hat. Viel Spaß damit. Und als Süppchen, als Würzbeilage in der Suppe sind sie historisch auch relativ viel zum Einsatz gekommen. Da findet man so das eine oder andere, wenn man ein wenig in den älteren Büchern rumschnüffelt. Quasi wie Petersilie in die Suppe geschmissen. Jetzt nicht, damit man dadurch satter wird, sondern weil es halt gut schmeckt. Wer es mag. Heilwirkung ist tatsächlich ein bisschen was, zumindest einigermaßen vielleicht überliefert, wo es ein bisschen was helfen könnte. Ich bin da ja immer generell skeptisch, aber wohl hat die Birke tatsächlich gewisse harntreibende und entwässernde Eigenschaften. Angeblich soll sie auch noch blutreinigend und wirken, dass man da irgendwie eine Entschlackungskur mitmachen kann, indem man häufiger Birkenblättertee, da wohl nicht das Schlechteste. Ich bin da ja kein Freund von sowas, aber andererseits, schaden kann es auf keinen Fall. Und wenn ihr euch dann gerne mal zu solchen Zwecken einen Birkenblättertee machen wollt und euch denkt, das hilft, dann soll es mir recht sein. Gut, das wäre das Thema Blätter gewesen. Damit haben wir das Thema Essen übrigens auch durchgekaut. Die Birkensamen sind in ihrer wahnsinnigen Winzigkeit selbstverständlich nicht als Nahrung zu gebrauchen. Und die jungen Blätter, ja, man kann sie essen, sie sind vielleicht auch lecker, aber man wird davon nicht satt. Sie enthalten natürlich ein gewisses Maß an Vitaminen, auch nicht viel. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass sobald ihr die irgendwie in die Suppe gepackt habt oder das Ganze als Tee konsumiert, dann wird aber wirklich alles an verwertbaren Vitaminen raus sein, beziehungsweise thermisch eben zerstört worden sein, dann kann man damit überhaupt nichts mehr anfangen. Also wenn man unbedingt jetzt Birkenblätter fressen muss, dann bitte roh. So. Und damit sind wir jetzt beim elementaren und enorm wichtigen Bestandteil, der die Birke eben auch zu so einer wertvollen Baumart macht, angekommen, nämlich der Birkenrinde. Jetzt hole ich mal doch welche, damit ich mal welche in die Kamera gehalten habe. So sieht's hier aus. Sind wir alle überrascht? Ja. Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, der weiße Farbstoff, der Birkenrinde weiß macht, ist eben dieses Betulin. Wie man bei jedem YouTuber, der das mal irgendwo gelesen hat und sich jetzt schlau vorkommt, hören kann, handelt es sich dabei um ein ätherisches Öl. Genau genommen halt eben um einen Farbstoff, der in Form eines ätherischen Öls vorliegt, um das noch ein bisschen klug zu scheißen. Und wenn man es jetzt noch genauer wissen möchte, das ist ein Phenol. Ja, mehr in die Chemie abdriften muss ich vielleicht nicht. Phenole sind eine ganz, ganz, ganz große Gruppe mit allen möglichen verschiedenen Vertretern, mit zig verschiedenen Eigenschaften. Eine Sache haben sie gemeinsam und das ist auch wieder ein weiterer Grund, weshalb die Birke eben Betulin in ihre Rinde einlagert. Sie sind wasserabweisend, beziehungsweise nicht wasserlöslich und damit in größeren Mengen auch wasserabweisend, weshalb Birkenrinde auch im nassen Zustand brennt. Das werden die meisten von euch eh schon wissen, weil sie gar nicht nass wird. Die nimmt kein Wasser auf, weil sie wasserabweisend per se ist.
Historisch haben also auch unsere Vorfahren sich relativ häufig irgendwelche Dinge gebaut, aus Birkenrinde, mit denen sie sich vor Regen schützen wollten. Man weiß zum Beispiel vom Keltenfürsten aus Hochdorf an der Enns, dass der als Grabbeigabe einen ja chinesisch anmutenden Birkenrindehut wohl als Grabbeilabe dabei hatte. Also das weiß man mit Sicherheit. Inwiefern er den im täglichen Leben auch getragen hat, das wissen wir jetzt natürlich wieder nicht. Aber man darf wohl davon ausgehen, dass das jetzt nicht ein reiner kultischer Hut gewesen ist, sondern schon Alltagszwecken gedient hat. Und ein solcher Birkenrindehut, sofern er dann gut gemacht ist, ist mit Sicherheit und noch frisch, solange noch frisch ist, mindestens sehr, 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 sehr stark wasserabweisend bis absolut wasserdicht. Auch Boote werden aus Birkenrinde hergestellt oder eher wurden. Heutzutage gibt es wahrscheinlich nur eine Handvoll Leute, die das können. Irgendwelche Gefäße hat man aus Birkenrinde gebaut. Und man weiß zum Beispiel auch von Ötzi. Ötzi hatte zwei Gefäße aus Birkenrinde. Also Ötzi ist ein Begriff, ne? Dieser eine Jungsteinzeitler, den man im Gletscher im Ötztal gefunden hat, der da relativ gut noch aussieht für sein Alter. Ich habe meine Geburtstagskarte bekommen. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt alt, aber mach dir nichts draus. Ötzi ist 6.000, nee, 8.000, keine Ahnung, 20.000 Jahre alt, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung, wie alt Ötzi ist. Und sieht auch noch ganz passabel aus. Da habe ich mich gefreut über die Karte, die war toll. Ja, der hatte jedenfalls zwei Gefäße aus Birkenrinde. Bei einem Gefäß, das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt, nachdem ich das rausgefunden habe, recherchemäßig, das diente wohl tatsächlich dem Transport von Glut fürs nächste Lagerfeuer. Weil Feuer machen halt doch so anstrengend wohl gewesen ist, dass man die Glut lieber mitgenommen hat fürs nächste Feuer. Und dafür hat er ein Birkenrindegefäß. Woraus das noch bestand, entweder weiß man es nicht mehr oder kann es nicht mehr nachvollziehen. Das überrascht mich ein bisschen. Kennt sich zufällig jemand mit Steinzeittechnik wahnsinnig gut aus und kann mir das erklären? Ja, aber jedenfalls wasserdichte Dinge wurden wirklich aus Birkenrinde viel hergestellt. Auch generell einfach Schüsseln und Zeugs zur Aufbewahrung von Alltagsgegenständen. Für den Baum ist es im Übrigen daher praktisch, wasserdicht zu sein, weil die Wasserleitung dann auch besser funktioniert und die enormen Mengen an Wasser, die er ja braucht, in der Verdunstung, einfach vielleicht besser transportiert werden können, wenn der Stamm an sich schon mal nach außen hin super gut wassergeschützt ist und wasserdicht ist und diese wasserabweisende Funktion möglichst ist. Ja, bietet auch einen gewissen Widerstand gegen jede erdenklichen Krankheitserreger, die mit dem Wasser eventuell in das Holz eindringen würden. Ja. Außerdem, das Betulin ist sehr verwitterungsresistent, wie jeder weiß, der mal eine tote Birke am Boden gefunden hat und festgestellt hat, okay, das Holz ist im Prinzip schon abgebaut, aber die Birkenrinde ist immer noch relativ gut intakt. Die kann man immer noch als wunderbares zusammenhängendes Stückchen Birkenrinde abziehen. Und die brennt auch tatsächlich immer noch, was ein gutes Indiz dafür ist, dass da immer noch zumindest Teile des Betulins vorhanden sind, die da ursprünglich mal drin waren. Also schon ein tolles Zeug, abbauresistent, wasserdicht und toll brennen tut es auch noch. Dass es gut brennt, hängt halt eben liegt an dieser Eigenschaft des ätherischen Öls. Ein ätherisches Öl, Phenole sind eigentlich fast immer auch ätherische Öle, das ist nur ein anderer Begriff. Phenole ist offizieller. Haben halt die Eigenschaft, dass sie oft relativ leicht flüchtig sind, relativ schnell irgendwelche anderen Molekülbestandteile, Ionen abgeben können und ein solcher flüchtiger Stoff brennt generell gut. Das kann man, glaube ich, denke ich, so sagen und das ist auch wieder der Grund, weshalb die Birkenrinde so gut brennt. Gut, was kann man jetzt damit machen? Man kann sie anzünden. Soweit so klar, ist natürlich ein toller Zunder und ich verzichte jetzt auch darauf, euch hier ein bisschen welche anzuzünden. Da gibt es ja dann zig verschiedene Varianten, wie man die am besten anzündet, dass man sie, wo habe ich denn ein kleines bisschen was, ein wenig zusammenknüllen soll, dann zwischen den Fingern, damit man dann eine möglichst hohe spezifische Oberfläche hinbekommt. Irgendwie sowas wie das jetzt hier. Das hat jetzt eine relativ hohe spezifische Oberfläche und wäre mit Sicherheit ziemlich leicht anzuzünden. Weniger leicht anzuzünden ist so ein total glattes Rindenstück. Das sollte man dann halt eben ein bisschen aufrauen.
indem man mit einem Messer dran kratzt. Funktioniert mal gut, mal weniger gut. In jedem Fall kriegt man dann winzig kleine Rindenstückchen, die dann da drauf liegen. Kann man jetzt nur so halbare sehen, aber das lässt sich dann wieder relativ gut mit dem Fire Steel entzünden. Was viele Leute nicht wissen, es spielt sehr wohl eine Rolle, wie frisch die Rinde ist. Was dann leider deutlich zu viele Leute andererseits wiederum wissen, weil die Vertreter der Zunft, wir sammeln nur Birkenrinde von toten Birken, die am Boden liegen, haben halt den Nachteil, dass sie mit vergleichsweise schon angerotteter Birkenrinde arbeiten müssen, die nicht mehr so viel Betulin enthält und damit nicht mehr so wahnsinnig gut brennt wie extrem frische, direkt vom Baum gezogene Birkenrinde. Es ist halt eben tatsächlich in der praktischen Anwendung ein Unterschied. Wer also behauptet, es sei egal, ob man jetzt die Birkenrinde vom Baum nimmt oder vom Boden, von einer umgefallenen Birke, der lügt, beziehungsweise der weiß es nicht besser, weil es ist nicht egal, je frischer das Zeug vom Baum ist, desto mehr Betulin ist drin und desto besser brennt sie. Das wollte ich der Fairness halber einfach mal gesagt haben. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass wir jetzt ab sofort unsere Birkenrinde nur noch direkt vom lebenden Baum ziehen sollen. Nein, das heißt es nicht. Weitere Anwendungen der Birkenrinde sind, mal abgesehen eben davon, dass sie brennt, die Verwendung als Fackel, das ist ja quasi aber auch eben, dass sie halt eben brennt. Das habe ich ja auch bei meiner kleinen Survival-Übung dann neulich erst festgestellt gehabt. Da spaltet man sich einen Stock, dass der dann ungefähr so aussieht, steckt das dann da oben rein, zündet sich das an und fertig ist die Fackel. Das ist erstaunlich simpel und funktioniert erstaunlich gut und geht noch erheblich besser, wenn man oben noch einen Harzfropfen drauf klebt. Brennt. Selbst eine kleine Variante, locker 10 Minuten, habe ich festgestellt. Bei frischer Birkenrinde. Bei so einer alten, vom Totenbaum stammenden Birkenrinde, davon habe ich übrigens noch mehr, schon nicht mehr so gut. Birkenpech und Birkenteer. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. An dieser Stelle herzlichen Dank an den Robin, der mir eine Kostprobe davon zur Verfügung gestellt hat. Ich habe es inzwischen auch hingekriegt, das Ganze selber zu bauen. Entsteht durch Pyrolyse von Birkenrinde. Was ist jetzt eine Pyrolyse für die, die es nicht wissen? Das ist keine Verbrennung. Das ist praktisch gesagt ein Erhitzen von Birkenrinde unter Sauerstoffabschluss. Dann gibt es zwar eine gewisse thermische Umsetzung, weil in der Birkenrinde selber als Stoff ja durchaus schon Sauerstoff verbaut ist. Da sind einzelne Sauerstoffatome bzw. Moleküle drin und die werden dann genutzt, um eine gewisse thermische Zersetzung der Birkenrinde einzuleiten. Es sollte aber nach Möglichkeit kaum bis gar keinen Sauerstoff von außen an die Birkenrinde gelingen. Und wie macht man sowas? Also im ganz kleinräumigen Bereich würde es theoretisch, wenn man jetzt nicht irgendwie aus irgendwelchen Gründen was schief geht, funktionieren, etwas Birkenrinde in eine kleine Dose zu tun, jetzt wirklich im ganz kleinen Bereich, auf besagte Dose, also ein bisschen mehr Birkenrinde sollte man schon nehmen, das ist nur zu Demonstrationszwecken, auf besagte Dose einen Deckel zu packen und jetzt anders, als wenn man sich zum Beispiel Jarkloaf herstellen möchte, also diese angekohlte Baumwolle, die man verwenden kann, um einen Funken aufzufangen, wenn man mit dem Feuerschlag-Set arbeitet, wer das kennt, macht man hier kein Loch rein, weil wir wollen ja eine Pyrolyse erreichen. Das heißt, es soll wirklich bloß oxidativ mit dem Sauerstoff gearbeitet werden, der im Material selber ohnehin schon vorhanden ist. Ein gewisses Maß an Sauerstoff ist natürlich noch in der Dose vorhanden, weil da ist ja Luft drin. Und das soll es aber eigentlich dann auch schon gewesen sein an Sauerstoff, der von außen zugeführt wird. Wenn man jetzt diese Dose nach Möglichkeit auf 450 Grad exakt erhitzt und das eine ganze Weile so lässt, bis die Pyrolyse komplett abgeschlossen ist, das ist erfahrungswert, wie lange das dauert. Das kann ich jetzt auch nicht sagen, dazu habe ich das noch nicht oft genug gemacht. Eine halbe Stunde bestimmt. Und Idealfall sind halt eben diese 450 Grad. Wie man das jetzt kontrollieren soll, wenn man einfach nur ein Lagerfeuer zur Verfügung hat, ist mir auch nicht ganz klar. Infrarotthermometer wird man jetzt auch nicht unbedingt in den Wald mitschleppen unter normalen Bedingungen. Deswegen
Erfahrungswert. Das muss man einfach üben, 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 üben und irgendwann hat man es dann hoffentlich, ich habe es noch nicht, aber hoffentlich hat man es dann irgendwann im Gefühl. So, was ist jetzt Birkenpech und Birkenteer? Birkenpech ist so die Vorstufe. Das ist eine unsauber verlaufende Pyrolyse. Was man dann kriegt, ist halt quasi so eine klebrige, sehr schnell, wenn sie kalt wird, fest werdende Substanz, die, wenn man sie anzündet, schon noch mal eine ganze Ecke brennbar ist, die dabei aber auch schmilzt und dann zum Teil zumindest als Birkenteer auftritt. Birkenpech, Birkenpech, pardon. Und Birkenpech ist tatsächlich eine schwarze Brühe, zähflüssige Soße, zumindest im ein bisschen heißeren Zustand, die traditionell früher als Klebstoff verwendet wurde, primär als Klebstoff, um die Hauptanwendung, die man gefunden hat archäologisch, Pfeilspitzen am Pfeilschaft zu befestigen oder ähnliches. Speerspitzen, ja, Angelhaken irgendwie zusammenzustecken, irgendwelche Werkzeuge zu bauen, die mit kleinen aufgesetzten Häkchen gearbeitet haben. Auch irgendwelche Nähwerkzeuge, da wäre es auch vorstellbar, dass man da mit Birkenpech gearbeitet hat. Eine weitere Anwendung von dem Zeug war übrigens auch Kaugummi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geschmeckt haben kann, aber man hat in Kinderzähnen Reste von Birkenpech gefunden. Archäologisch. Bäh. Das Zeug sieht ja schon relativ widerlich aus. Wer keine solche Dose hat und sich in einem Survival-Szenario, oder eine ähnliche Dose, ist ja egal, Survival-Szenario befindet, kann trotzdem ein gewisses Maß an Birkenpech bekommen, indem er einfach. Gerade eben das, was mir auch bei meiner Fackel da aufgefallen ist, in meinem entsprechenden Survival-Video. Trotzdem, wenn man große Mengen an Birkenrinde anzündet und diese Birkenrinde eine Möglichkeit hat, dass das Birkenpech irgendwie abfließt, bevor es verbrennt, in Form zum Beispiel herunter am Stiel einer Fackel, kann man auch auf so einem Wege geringfügige Mengen, mit einer miesen Ausbeute, aber geringfügige Mengen an Birkenpech auch gewinnen, beziehungsweise Birkenteer, was halt eben so ein Vorstufenprodukt ist, was halt nicht so rein ist wie Birken. Pech und könnte damit also zumindest schon ein bisschen was kleben. Also so eine Birkenfackel, Birkenrindenfackel hat also einen Multifunktionsnutzen. Man kriegt erstens winzige Mengen an Birkenpech und zweitens hat man eine Weile Licht und man kann damit den bösen Wolf vertreiben.